Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 3 Erstelle ein Sim-Video. Heute zeige ich euch die dritte Familie, die von den Gründern der Amimi-Inseln noch abstammt und mit denen verwandt ist. Ich hatte euch ja gesagt, die Gründer der Amimi-Inseln hatten drei Kinder und jedes der Kinder hat so seinen eigenen Familienzweig, der heute noch lebt auf den Amimi-Inseln. Wir haben einmal Familie Drachengrün, die ich euch schon gezeigt habe, die da bei der Shimane-Straße in diesem großen Herrenhaus wohnen. Wir haben Emma Indigo, die so ein bisschen abseits von allem bei der Lena-Bucht wohnt und so gar nicht mehr so viel wirklich mit der Familie an sich zu tun hat. Und dann haben wir hier diesen Zweig der Familie, und zwar ist das Familie Rabenschwarz. Und die wohnen in einem Haus auf der Steffi-Insel beim Lady Anna-Kanal Nummer 12. Das Haus oder zumindest der erste Teil davon wird auch morgen als Hausbauvideo kommen. Und die sind so ein bisschen angelehnt an Familie Goth aus Sims 3. Hier haben wir gerade die Person, die halt am meisten noch verwandt ist mit den Gründern der Amimi-Inseln. Und zwar ist das der Vater der Familie, Adam Rabenschwarz. Sie sind nämlich auch so ein bisschen angelehnt an die Adams Family. Und es ist halt Adam, denn es ist Adams Familie, Adams Family. Versteht ihr? den erstellen wir hier. Und halt seine Familie. Und hier, Adam ist ein Einzelgänger, nachdenklich, ein Pechvogel, ein Genie und angemessen. Und seine Story ist so ein bisschen anders als die der anderen Nachfahren der Gründer der Amimi-Inseln, von wie er sich so in der Familie insgesamt eingefügt hat. Und zwar, wir haben ja einmal die Familie Drachengrün, die wirklich noch so sehr, sehr präsent sind auf den Amimi-Inseln, die in der Politikkarriere sehr aktiv sind, die einfach so sehr bekannt sind, überall Leute kennen und da irgendwie einflussreich sind. Und dann haben wir Emma Indigo, die komplett das Gegenteil ist eigentlich, die mit dem Ganzen nicht so viel zu tun haben möchte. Und hier Adam Rabenschwarz, geborener Drachengrün, ist so aufgewachsen, dass er eigentlich vorhatte, genau wie Familie Drachengrün auch, so den Fußstapfen seiner Familie zu folgen und in der Politikkarriere erfolgreich zu sein und sehr einflussreich auf den Amimi-Inseln zu sein. Und das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil die Amimi-Inseln sind ja keine Struktur, wo irgendwie die politischen Ämter an die Nachfahren vererbt werden, sondern es ist ja schon sowas, wo die Leute gewählt werden. Und er wurde halt einfach nicht so gewählt von den Leuten. Und er ist halt auch, ne, als Einzelgänger und als Pechvogel und als nachdenklicher Mensch eigentlich niemand, der so dafür gemacht ist, vor Leuten Reden zu halten und irgendwie so in der Öffentlichkeit sich präsentieren zu müssen. Das ist eigentlich überhaupt nicht sein Ding. Er wollte es eigentlich einfach nur machen, weil das so die Tradition seiner Familie war. Und weil er ja auch angemessen ist und weil ihm eigentlich Traditionen sehr wichtig sind. Und als das nicht geklappt hat, hat er auf den Amimi-Inseln erstmal alle Zelte abgebrochen und ist studieren gegangen, außerhalb der Amimi-Inseln, und hat da Medizin studiert. Und hat da dann seine Frau Demeter kennengelernt. Und irgendwann sind dann Demeter und er zurückgekommen auf die Amimi-Inseln, nur halt nicht mehr unter dem Namen Drachengrün, sondern dann unter dem Namen Rabenschwarz. Denn das hatte ich schon mal in einer anderen Familie, das war Familie Königsblau, erzählt, wenn Familien von außerhalb auf die Amimi-Inseln kommen, dürfen sie sich, um halt zu der Gemeinschaft besonders dazuzugehören, einen neuen Nachnamen aussuchen, der halt dann auch ein Farbname ist. Und Demeter hat sich für sich Rabenschwarz ausgesucht, weil Schwarz ihre Lieblingsfarbe ist. Und Adam hat dann ihren Namen mit angenommen, weil sie ja verheiratet sind. Und statt in seiner alten Familie, also bei Familie Drachengrün, zu versuchen, so in deren Fußstapfen zu gehen und so deren Traditionen weiterzuführen, ist er gerade dabei, wie so seine eigenen Familientraditionen aufzubauen und so seinen eigenen Zweig der Familie zu finden. Und das ist so deren Story. Und die beiden haben drei Kinder, und zwar Persephone, Charon und Helios. Und Demeters Bruder Orpheus lebt auch noch mit im Haus. Und wir sehen hier schon, Demeter ist ja eine griechische Göttin. Ich glaube irgendwie die, keine Ahnung, Göttin der, nicht der Fruchtbarkeit oder so, aber irgendwie auch so, was irgendwie so mit Muttersein oder so zu tun hat, meine ich. Nicht die Göttin der Familie, das ist ja, glaube ich, Hera, ne? Aber irgendwie eine dieser Göttinnen.
Und die anderen Namen sind eben auch nach Personen der griechischen Mythologie gewählt, weil das ist eine Familientradition aus Demeters Familie. Und Adam hat diese Tradition in seinem neuen Familienzweig, den er da zusammenbaut mit Demeter, mit übernommen. Und ja, und was ich ganz interessant finde, bei Adam und bei Demeter sieht man den Inselstil gar nicht mehr so und bei Orpheus auch nicht, weil die. Also Demeter und Orpheus sind ja auch gar nicht aufgewachsen auf den Inseln, die sind ja erst später dazugekommen und ich glaube, für die hat sich das einfach nicht so entwickelt, als sie dann mal dort waren. Und ich glaube, Adam hatte das früher und dann war es aber irgendwie, hat es so einen schlechten Beigeschmack für ihn irgendwann gehabt, weil er sich so eine Zeit lang nicht so zugehörig dort gefühlt hat. Und was man aber sehen kann bei der jüngeren Generation im Haus, also bei deren drei Kindern, ist es wieder ganz anders. Da kommt der Inselstil wieder so richtig zurück in die Familie, weil ich glaube, die so mehr die Sachen aus ihrer Familie mit den Sachen der restlichen Inseln dann verbinden können. Und ja, ihr seht auch bei dieser Familie genauso wie bei Familie Drachengrün, die haben eine sehr altmodische, formelle Kleidung hier in der. Kleidung für kalte Tage hat Adam sogar ein Monokel an. Warum kann man das nur bei den Outfits für kalte Tage verwenden und nicht bei den normalen Alltagsoutfits? Ich hätte dem sonst in jedem Outfit ein Monokel gegeben. Ich finde, das passt super zu ihm, aber irgendwie geht das sonst nirgendwo. Und sein Lebenswunsch ist es, eine Schachlegende zu werden. Also, das ist auch so ein Ding. Und hier erstellen wir jetzt Demeter, also seine Frau. Demeter ist nachdenklich, genau wie Adam. Sie ist theatralisch, unwiderstehlich, angemessen, auch genau wie Adam, und eine geborene Darstellerin. Also sie sind sich in vielen Sachen ähnlich. Also sie haben beide irgendwie sowas, irgendwie fast schon Grüblerisches irgendwie. Also sie denken tief nach, was auch immer das jetzt genau heißen soll als Merkmal. Aber sie ist außerdem eher ein Bühnenmensch. Also Adam, der wirklich lieber hinter den Kulissen aktiv ist und jetzt als Arzt, glaube ich, wäre für ihn am besten wahrscheinlich irgendwie so Chirurg zu sein oder so, wo er so vor sich hin arbeiten kann, ohne jetzt irgendwie da sehr gesprächig sein zu müssen. Und Demeter ist da ganz anders. Demeter steht gerne im Rampenlicht und sie ist auch in der Schauspielkarriere. Und sie hat auch so ein bisschen so diesen Vintage angehauchten Stil, den ich total schön finde. Und sie war von ihrem Aussehen her so ganz, ganz, ganz leicht inspiriert von Dieter van Teese, aber auch nur in Ansätzen, also nicht überall, also eher so diese, so ein bisschen in der Frisur und so diesem Kontrast von diesen sehr dunklen Haaren und dann einem sehr hellen Teint dazu. Und ich glaube, am Anfang, als ich Adam und Demeter kennengelernt haben, war das nicht so dieses Ding von Liebe auf den ersten Blick und irgendwie die umreißende Romanze und irgendwie so, sie vergessen alles um sich drumherum, sondern ich kann mir vorstellen, dass die beiden eher so sich kennengelernt haben und sehr ähnliche Sachen wollten, also beide so eine Familie gründen wollten, die so ihre eigenartigen Traditionen hat, wo sie sehr ähnliche Vorstellungen von hatten und sie waren sich halt sympathisch, aber es war jetzt nicht so dieses, sie werden irgendwie von den Füßen gerissen, oh, in der Nachbarwohnung bellt der Hund, vielleicht hört ihr das. Und ich glaube aber so nach und nach, dass sie so eine Routine gefunden haben, in der aber sehr viel Romantik vorhanden ist. Also man kann ja über den Master Controller Mod auch versteckte Fähigkeiten cheaten und die beiden können sehr, sehr gut diesen langsamen Tanz tanzen, den man, glaube ich, mit Supernatural ins Spiel bekommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich stelle mir so vor, dass die beiden so super viel zusammen tanzen und viel Zeit zusammen verbringen und so weiter. Also dass das eher so was ist, was eher so nicht als Zweckgemeinschaft begonnen hat, aber schon eher so mit einem Ziel quasi. Und die dann später so ein bisschen romantischer wurden über die Zeit, einfach über so kleine halt Routinen, die sie zusammen im Alltag aufgebaut haben. Und ja, ich hatte hier wieder mal sehr viel Spaß mit den Outfits. Ich liebe ja Sims so ein bisschen förmlicher anzukleiden. Ich mache das total gerne. Deswegen habe ich es in letzter Zeit auch so oft gemacht. Es wird aber jetzt auch nach dieser Familie sehr viel mehr, in Anführungszeichen, normaler Inselstil kommen. Also so wirklich die Familien, die so in so Halbschlössern wohnen und diesen Stil haben und auch so angekleidet sind, davon sind jetzt erstmal genug auf den Inseln, würde ich sagen, mit Familie Königsblau, Drachengrün und jetzt hier Rabenschwarz. Und die nächsten Familien werden wieder so ein bisschen mehr halt Sims in Flipflops sein. Und ja, genau. Und ja, deren Haus ist, glaube ich,
jetzt nach dem Haus von Familie Drachengrün eins meiner Lieblingshäuser auf den Inseln. Ich hatte davon schon ein paar Screenshots geteilt im Community-Tab. Euch hat das auch bisher richtig gut gefallen, was mich sehr gefreut hat. Wie gesagt, morgen kommt der erste Teil. Wahrscheinlich kommt der zweite Teil erst nächste Woche. Ja, diesmal aber nur zwei Teile und keine drei Teile wie beim Haus von Familie Drachengrün. Ja, und ich habe hier natürlich wieder die ganzen sehr, sehr, sehr eleganten Kleider für Demeter auch benutzt. Einfach auch, weil ich die bei den Sims im normalen Inselstil nicht so viel verwende, weil ich die einfach so ein bisschen overdressed finde für die Amimi-Inseln sonst. Aber hier, das sind Sims, die sind eben overdressed, das passt zu ihnen. Und ja, so habe ich hier natürlich viele schwarze Elemente bei der Kleidung dabei, aber auch ein bisschen rot und ein bisschen grün und ein bisschen blau überall, weil halt so ein bisschen sollen es ja schon die Amimi-Inseln bleiben. Und halt, wenn möglich, habe ich halt versucht, grün zu nehmen, weil Adam ja eigentlich schon noch zur Familie Drachengrün gehört. Ich würde auch sagen, dass er noch eine enge Beziehung hat mit seinen entfernten Verwandten, die jetzt noch in der Schiemenstraße wohnen. Aber ich glaube so, es ist halt nicht so eine einfache Beziehung. Ich glaube halt irgendwie so, er ist schon so ein bisschen bitter, dass das nicht funktioniert hat und bei den anderen schon. Und ich glaube so, er versucht es denen nicht übel zu nehmen. Und er versucht es irgendwie als was sehr Positives zu sehen, dass sie jetzt so erfolgreich sind. Aber ich glaube, er schafft es nicht so ganz irgendwie. Und ich weiß nicht, vielleicht irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass er auch selber sich das so ein bisschen vorwirft, dass er sich nicht richtig freuen kann immer für die, wenn sie so erfolgreich sind, sondern da noch so eine Bitterkeit hat. Aber dass er es versucht, nicht an denen auszulassen. Aber dass er schon noch so ein bisschen fühlt, dass er da irgendwie versucht hat, mit Teil zu sein und das nicht so richtig geklappt hat. Ich glaube aber von Familie Drachengrün aus, dass sie ihm nur das Allerbeste wünschen und ihn super respektieren für das, was er macht. Also, dass sie die ganze Familie total gern haben. Und es ist ja schon ein bisschen eigenartigere Familie im Vergleich jetzt zu anderen Familien, die wir hier haben. Also, sie soll schon so ein bisschen einfach, ja, so ein bisschen einfach ihre Eigenarten haben. Und ich glaube aber, dass sie total gemocht wird von den anderen Familien, auch wenn sie so ein bisschen vielleicht kauzig ist hier und da. Hier haben wir jetzt Persephone. Und ich fand Persephone total passend, weil Persephone ist ja, glaube ich, die Göttin der Fruchtbarkeit oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das ist die Göttin, von der man sagt, wenn sie auf dem Olymp ist, dann kommt irgendwie der Frühling und die Blumen wachsen. Und dann hatte Hades sie ja entführt und zu seiner Frau gemacht, wobei es ist irgendwie nicht ganz klar, ob es so eine Entführung war oder eher eine Verführung, also ob er sie da wirklich gewaltsam weggeschleppt hat oder ob er sie eher dazu überredet hat. Ich glaube, da streiten sich die Leute drüber. Und so im Winter ist sie so bei Hades in der Unterwelt und so die Königin der Unterwelt und im Frühling kommt sie wieder nach oben und dann fangen alle Pflanzen an zu blühen so. Und ich dachte, das würde so passen halt von einer Familie, die eigentlich so ein bisschen düster und makaber ist und sie aber gleichzeitig so diesen Inselstil von diesen blühenden, fruchtbaren Inseln, die ja die Amimi-Inseln sind, wo irgendwie alles wächst und alles voller Farben ist. Ich dachte irgendwie, das würde ganz gut passen, fand ich ganz lustig. Sie hat einen Zwillingsbruder und sie und ihr Zwillingsbruder sind allerbeste Freunde, sind Freunde fürs Leben und die arbeiten zusammen im Mausoleum der Amimi-Inseln am Timride-Friedhof. Und ich hatte mit ihren Outfits auch so viel Spaß. Irgendwie, ich mag total, was ich jetzt bei ihr ein paar Mal gemacht habe, so geblümte Muster, die irgendwie so eine schwarze Grundlage haben und dann so sehr zarte Blumen so davor. Finde ich total hübsch, finde ich, passt auch zu ihr total gut. Es gibt auch diese eine Frisur, die sie nicht jetzt im Outfit für den Schlafanzug, aber in anderen Outfits hat, wo so kleine Blümchen in den Haaren stecken. Das ist eine Store-Frisur. Und ich dachte schon irgendwie so, oh, die werde ich wahrscheinlich nie benutzen, weil irgendwie so, die wirkt so ein bisschen unrealistisch, weiß ich nicht. Ich finde, zu ihr passt die so gut, oh mein Gott. Und Persephone ist Vegetarierin, unwiderstehlich, kindisch und charismatisch. Also mit dem Charismatischen kommt so ein bisschen die Familie Drachengrün auch bei ihr durch. Das Unwiderstehliche hat ja ihre Mutter auch. Habe ich jetzt eher so verstanden, dass das einfach Menschen sind, die sowas sehr Magnetisches an sich haben. Also dass irgendwie, wenn sie irgendwie künstlerisch tätig sind oder irgendwie einen Vortrag halten oder von irgendwas erzählen, dass sie irgendwie sowas haben, was einen so ein bisschen in den Bann zieht. Irgendwie so habe ich das ausgelegt bei denen. Und sie macht außerdem Ballett. Sie hat auch so eine Ballettstange bei sich im Zimmer. Und ich glaube, ein paar Kinder aus Familie Drachengrün machen auch Ballett. Und ich denke mir, vielleicht irgendwie haben sie da auch so ein bisschen
gemeinsame Hobbys und Interessen. Und ja, genau, also wie gesagt, ich glaube halt, die Kinder sind schon wieder so ein bisschen besser integriert bei den Inseln. Ich glaube irgendwie so, Demeter und Adam sind vielleicht manchmal noch so ein bisschen wie so eine Insel in sich. Und vielleicht, ich glaube, sie gehören dazu, aber sie merken manchmal nicht, wie sehr sie dazugehören. Ich glaube, so das ist manchmal so das Ding. Und das ist bei ihren Kindern anders. Die schaffen es irgendwie mehr so, sie selbst zu bleiben und trotzdem Teil der Gruppe zu sein und das auch so zu verstehen. Hier haben wir jetzt Charon-Rabenschwarz. Und der ist eine Nachteule, ein Virtuose, ein Tierfreund und eine Diva. Ich erstelle jetzt hier kurz hintereinander alle Verwandten und gehe dann nochmal zurück und bearbeite die weiter. Das ist deshalb, weil ich das Spiel mal speichern wollte. Und ja, ich wollte, dass die Familienverhältnisse schon mal richtig eingestellt sind und die Genetik und so weiter. Deshalb erstelle ich die jetzt hier ganz flott alle und dann bearbeite ich sie dann nachher weiter. Hier haben wir Orpheus, das ist Demeters Bruder. Und dann haben wir noch ein Kind, das heißt Helios. Und zu Charon, den wir jetzt hier weiter bearbeiten, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also Charon ist in der griechischen Mythologie der Mensch, der die Barre fährt zwischen der eigentlichen Welt und der Unterwelt. Also der irgendwie über den Styx, ich glaube, so heißt der Fluss, mit so einem Karren hin und her fährt. Und ich fand auch, das war irgendwie ganz passend, weil er ja im Mausoleum arbeitet und halt da irgendwie auch den Leuten hilft bei diesem Übergang. Also ich meine, ich nehme an, das macht eher sein Vater im Krankenhaus, aber halt so eher, ist glaube ich am Anfang oberster Einbalsamierer oder irgendwie so heißt der erste Rang, wenn man im Mausoleum anfängt zu arbeiten. Und ja, er ist wie sein Onkel auch ein Virtuose, also Orpheus, sein Onkel, ist auch ein Musiker. Und eine Nachteule wie sein Vater. Und das Diva-artige, glaube ich, hat er so ein bisschen von seiner Mama. Also die ist zwar keine Diva, glaube ich, oder? Ist Demeter eine Diva? Nein, die ist nur eine geborene Darstellerin und theatralisch. Aber ich meine, vielleicht kann man ihn später auch mal auf einer Bühne sehen, ob jetzt als Musiker oder als Schauspieler, bleibt noch offen. Und bei ihm habe ich das auch gemacht mit den Inselstil-Elementen, aber dann auch mit den sehr dunklen Elementen zusammen, fand ich auch echt hübsch. Und wie gesagt, er und seine Zwillingsschwester Persephone sind super enge Freunde und arbeiten ja auch zusammen da im Mausoleum. Und ich glaube auch irgendwie, wir brauchen gar nicht unbedingt mehr als zwei Sims, die da arbeiten. Also vielleicht sind das dann einfach die zwei Sims auf den Amimi-Inseln, die das da machen. Und er spielt Bass. Also er hat auch in seinem Zimmer einen Bass. Und ich wollte ihn erst in den Musikverein schicken als außerschulische Aktivität, aber das beißt sich, glaube ich, von den Zeiten her mit dem Mausoleum, mit der Arbeit da. Also haben wir das mal nicht gemacht. Ja, wir haben jetzt auch schon einige Teenager auf den Inseln. Also ich habe hier mal eine Liste angelegt, wo ich so Striche mache für jeden Sim, den wir hier haben, bei irgendwie der Altersgruppe und irgendwie beim Beruf und so weiter. Und ich versuche das jetzt demnächst so ein bisschen auszugleichen, weil ich merke zum Beispiel, wir haben viel, viel mehr männliche Hunde als weibliche Hunde, warum auch immer. Und wir haben, bin ich hier gerade am Blättern, wir haben kaum Kinder, die weiblich sind. Wir haben lauter männliche Kinder, aber kaum Kinder, die weiblich sind. Irgendwie so Sachen fallen mir ja erst auf, wenn ich das hier mal so in Zahlen sehe. Von daher bin ich da im Moment so ein bisschen Übersicht am Führen. Und wir haben keinen einzigen Polizisten oder keine Polizistin auf den Amimi-Inseln. Das ist eine Berufsgruppe, die im Moment noch komplett ausgeblieben ist. Da sollte ich mich vielleicht auch mal drum kümmern. hier haben wir jetzt Helios. Helios ist ja der Sonnengott eigentlich. Und dieses Kind ist auch ein Sonnenschein von einem Kind. Ist komplettes Gegenteil von seiner Familie. Fand ich sehr lustig. Ist halt bezogen auf die Familie sozusagen das weiße Schaf der Familie. Er ist auch eine Nachteule. Also da hat er so eine Gemeinsamkeit mit seiner Familie. Aber er ist sonst begeistert und ein Glückspilz. Also wirklich sehr das Gegenteil von allen anderen. Und das stört aber niemanden. Also halt, er ist sehr eindeutig, sehr anders von seiner Familie. Er liebt Farben. Seine Lieblingsfarbe ist gelb. Und das ist einfach so ein richtiges, überschwängliches, glückliches Kind, was irgendwie so mit tiefer Grübelei nicht so furchtbar viel anfangen kann. Aber ich glaube so, das ist für die Familie vielleicht auch ganz wichtig, irgendwie so jemanden auch dabei zu haben. Und ich denke halt irgendwie so, sie haben es schon raus, irgendwie so jede Person so anzunehmen, wie sie ist. Also ich glaube nicht, dass er so da sich wie ausgeschlossen fühlt von seiner Familie. Ich glaube nur für manche Sachen, wie irgendwie Trampolin springen gehen oder so,
muss er sich vielleicht andere Begleiter suchen, weil das seine Familie irgendwie nicht so deren Ding ist vielleicht. Hier haben wir Orpheus, von dem sehen wir leider nicht so viele Outfits, weil die Datei leider beschädigt war von ihm. Das ist wie gesagt der Bruder von Demeter. Der hat Sinn für Humor, ist eine Nachteule, ein Virtuose, hoffnungslos romantisch und ein Feigling. Die sind wir schon in den Screenshots. Und jedenfalls Orpheus kam erst gar nicht mit auf die Amimir-Inseln, aber dann hatte er eine sehr traurige Trennung von seinem Freund und hatte ganz schlimm Liebeskummer und ist so ein bisschen ängstlich, wenn er alleine ist, und ist dann bei der Familie hier ins Gästezimmer eingezogen, um einen neuen Anfang zu starten. Und ja, hier haben wir gerade Demeter und Adam auch zusammen tanzen sehen zu der Musik, die Orpheus gespielt hat auf dem Klavier. Und hier sehen wir gerade Persephone und Charon am Friedhof, und hier ist Helios auf seinem Schaukelpferd und hier auf dem Trampolin der Schule. Auch sehr, sehr süß. Und ja, Hausbauvideo kommt morgen. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!